Turbulente Zeiten in Jena, da sind Identifikationsfiguren wie er umso wichtiger. Er hat einen unterschriftsreifen Vertrag vorliegen, aber auch Angebote von anderen Clubs. Entschieden hat sich Captain Eckhardt noch nicht. Auf seine sportliche Leistung hat das keinen Einfluss. Er geht voran, er reißt das Team mit. So auch heute. Carl Zeiss von Beginn an aggressiv mit der ersten Möglichkeit nach gerade einmal 2 Minuten. Durch wen? Natürlich durch Eckhardt. Der Kapitän zeigt gleich mal von Beginn an, wo es lang gehen soll. 21 Minuten gespielt, Luckenwalde in die Arme von Stefan Schmidt, der den verletzten Kotschow vertrat und sofort den Gegenangriff einleitet. Carl Zeiss macht das Spiel schnell über Gerlach und über Nattermann, der in der Startformation für den gelb gesperrten Erlbeck. Nattermann, feines Solo, 1:0 für Carl Zeiss nach 21 Minuten. Tom Nattermann in der letzten Woche mit seinem ersten Tor für Jena, 1 Minute nach seiner Einwechslung. Hier lässt er 3 Gegenspieler stehen und dann gibt's den Tunnel für Peter Reit. Luckenwalde letzte Woche mit dem Auswärtssieg in Halberstadt wollte nachlegen im Abstiegskampf. 34 Minuten gespielt, Wuller mit der besten Möglichkeit für die Gastgeber. Kurz vor der Pause Freistoß für den FC Carl Zeiss. Eine Sache für Justin Gerlach. In der ersten Runde des Pokals beim Sieg gegen den HSV hat er getroffen aus ähnlicher Position. Auch hier wird's gefährlich. Justin Gerlach versucht's aus gut 35 Metern. Eine Urgewalt. 1:0 zur Pause vor den Augen von Präsident Lindemann und Aufsichtsratschef Töpel links. Die standen beide hinter der Vertragsverlängerung mit Uluc. Die wurde auf Druck von Geldgeber Duchatelet zurückgenommen. Jetzt will man die sportliche Entwicklung abwarten und sich im April mit Uluc wieder zusammensetzen. Und der hat derzeit gute Argumente, der FC Carl Zeiss, auf dem Weg zum 3. Sieg in Serie, auch in Durchgang 2, die bessere Mannschaft. Erste Möglichkeit, zweite Hälfte, wieder Eckhardt. Auch er will natürlich bei einer möglichen Vertragsverlängerung Planungssicherheit für die nächsten Jahre. Nur 2 Minuten später wieder Carl Zeiss über Bedi Büval. Der sieht Nattermann. Nattermann könnte Eckhardt mitnehmen, macht's nicht, er macht's alleine. 2:0 für Carl Zeiss, Doppelpack Nattermann. Der ist im Winter aus Aue gekommen, fühlt sich mittlerweile richtig wohl in Jena. Das merkt man ihm an. Nach 69 Minuten nochmal Luckenwalde, identische Freistoßposition wie bei Gerlach in der ersten Hälfte. Foulet macht's ähnlich gefährlich. Gut 200 mitgereiste Jena-Fans sahen einen FCC, der den Deckel frühzeitig drauf machen wollte. 70 Minuten rum, schöner Ball von Reimann in die Gasse auf Kristic. Der findet Eckhardt. Das Urgestein verpasst das 3:0. Egal, es bleibt beim 2:0 Auswärtssieg für Jena. Und die große Frage, wie geht's weiter mit Eckhardt? Jena ist auf jeden Fall meine erste Wahl. Klar, es ist auch ein bisschen abhängig, wie es nächstes Jahr oder die nächsten Jahre laufen soll im Verein. Das ist mir auch wichtig und das muss noch alles ein bisschen geklärt werden. Das ist alles noch ein bisschen ungewiss, auch für die meisten Spieler. Ecki ist auch ein Spieler, der sich wohlfühlen muss, der auch in einem Klima natürlich spielen möchte, wo Ruhe da ist, wo eine gewisse Zuverlässigkeit da ist. Und da müssen wir natürlich wieder hinkommen und dann bin ich zuversichtlich, dass er bleibt. Wie wichtig ist denn dabei der Trainer in der kommenden Saison? Ja, ich glaube, der Trainer ist immer wichtig und da man das jetzt zum Beispiel noch nicht sagen kann, wer dann im Sommer den Trainerposten übernimmt, ob der jetzige Trainer weitermacht, sind alles noch Fragen, die geklärt werden müssen, auch geklärt werden müssen und dann wird man auch eine gute Truppe für nächstes Jahr zusammenkriegen, denke ich. Ungewissheit auf allen Ebenen. Der Machtkampf hinter den Kulissen erschwert auch die Kaderplanung fürs nächste Jahr erheblich. Immerhin sportlich läuft's wieder rund bei Eckhardt und dem FCC.